Hallo Leute und willkommen zurück zu Sky Factory 3. So, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise erstmal bin ich, also ich war genervt, ne? Wir haben keine Parcels gekriegt, ich war genervt. Seht ihr, was ich gemacht habe? Ich war drüben, habe mir zwei Enderman-Essenzen geholt mit Soul Vials, habe jetzt hier zwei Spawner gebaut mit unseren restlichen Spawnern, die wir noch hatten und ja, es läuft. Schnell, mit viel Energie verbraucht. Also aktuell haben wir tagsüber gerade mal einen Gewinn von 82.000. Das heißt, wir verbrauchen aktuell so die 200.000, die hier rauskommen. So Pi mal Daumen. Oder 100.000, weiß ich, 100.000, ist egal. Wir verbrauchen auf jeden Fall massiv Energie. So, wir haben hier ein neues Relay, damit hier drüben die Energie hinkommt. Hier habe ich eigentlich Teleportieren verboten. Ne? Theoretisch, müssen wir mal gucken. Ja, können sie nicht mehr teleportieren. Oh, die Armen. Das tut mir ein bisschen leid. Also wenn sie hier mal Tatsache spawnen sollten, dann können sie nicht mehr teleportieren. So wie der hier. Also es passiert Tatsache ab und zu. Wow, das war laut. Und ein Soundmuffler und hier auch noch ein Soundmuffler, weil die Sounds mich langsam einfach übelst genervt haben. So, dann habe ich hier die Linse getauscht auf eine weiße, damit wir mehr Dimensional Shard Ore kriegen. Ich warte ehrlich, oh, hier ist noch die andere Linse. Ich warte darauf, dass wir hier so anderthalb Stacks haben. Das brauchen wir ungefähr, ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar, um ein Feature zu absorben, also diese Dimensional Shards, um dann den ganzen Infusion-Kram zu machen, wenn wir ihn dann brauchen. Wir verballern momentan ziemlich viel Karotten. Okay. Ich glaube alle. Ich bin arg am Überlegen, ob ich die hier ausschalte. Einfach weil der mittlere Spawner ist so unnötig und verbraucht uns. Also eigentlich können wir die hier mal alle deaktivieren. So, jetzt sind die alle aus. Jetzt dürfte der hier nicht mehr spawnen. Genau, weil er kein Zeug mehr kriegt, spawnt er nicht mehr. Das ist okay. Also die anderen beiden machen durchaus einen guten Job. Ich denke, da sollten wir uns keine Gedanken machen. Dadurch haben wir ein paar Enderman auf der Base, aber ich kann damit leben. So. Boah, es ist laut heute wieder. Unglaublich. Und ich habe noch was gebaut. Was vielleicht viele jetzt schon gesehen haben, als wir hier reingeguckt haben. Und zwar ein paar Generatoren. Ich war halt hier am Rumgammeln und habe mal geguckt, ob alles geht. Und ja, es geht alles. Also machen wir jetzt mal kurz den hier. Und machen mal kurz die Bottom Half. Genau. Und machen daraus einen vollen Generator und wir haben einen Rainbow Generator gebaut. Der Punkt ist, ich habe keine Ahnung, wo wir den hinsetzen sollen. Ich meine das vollkommen ernst. Also, noch so ein Ding, was man automatisieren könnte, aber nicht unbedingt muss. So, jetzt bin ich natürlich ein bisschen. Oh, ich wollte mal gucken, was im Dunkeln noch an Energie reinkommt oder von Minus machen. Doch 36.000 kriegen wir noch. Aktuell, also 50.000 Verlust. Ja, ist schon heftig. Also, wir machen momentan echt nicht viel Energie. Da müsste eigentlich mal mehr kommen. Naja. Wir brauchen eine Plattform. Was haben wir noch an Kabelzeug? Achso, ich habe hier auch ein bisschen gebastelt. Ne? Unsere Kabelstones mal alle hier rübergepackt. Wir haben zwei Sextuple Compressed Kabelstones. Ist traurig, ist nicht viel. Und hier auch, ehrlich gesagt, ich glaube 16 Millionen jetzt knapp oder so? Ja, 16 Millionen nur. Das ist echt nicht viel. Das ist echt traurig. Das wird auch lange, lange dauern, bis wir da irgendwie auf die 2 Milliarden kommen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man das sinnvoll gestalten soll. Ich meine, der kann ja anscheinend nicht mehr nehmen. Keine Ahnung. Wenn die den Input begrenzen, ist natürlich echt doof. Das ist wieder so eine Grindquest, wo ich denke, uah. Naja, was soll's. Wir müssen jetzt eine Plattform bauen. Und ich will überlegen, was wir dafür nehmen. Kann man die hier chiseln? Oh, Moment. Nö, aber wir können Iron Blocks chiseln. Ja, ich nehme Iron Blocks mit. So. Ich brauche noch einen. Moment. Oh Gott. Was packe ich weg? Was packe ich weg? Was packe ich hier? Ich kann weg. Ich brauche einen Chisel und zwar meinen Eye Chisel. Dankeschön.
Gucken wir mal, was wir hier mit den Eisenblöcken machen können. Irgendwas, was ein bisschen industriell aussieht. Bisschen cool. Light Crate, Dark Crate, Coins, Heads, Retrieve Plates, Plates, Small Bricks. Eisen Bricks? Klingt gut, oder? Als Umrandung und die in der Mitte? Gucken wir uns mal an. So, dann brauchen wir den Schlüssel kurz nicht mehr. Dafür brauchen wir den Wand. Hab ich ja hier Unbreaking Wand, genau. So, und dann würde ich sagen, bauen wir die Plattform einfach hier hinter. Passt ja eigentlich ganz gut. Wir brauchen eventuell noch ein paar Torches. Torch. Danke. Immer noch kein Platz für gar nichts hier. So. Machen wir einfach. Wir können die direkt anbauen eigentlich. Das ist gar nicht so schlimm. So, das war der Rand. Zehn. Elf. Okay. So. Dann hier 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ach verdammt. Gut, dann kommst du wieder weg. Jetzt packt ihr... Ich hätte gar nicht so viel gebraucht, aber ja. Ist ja schön. So, chuck, 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 chuck. Chuck, 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 chuck. Und chuck. So. Ein paar Eisenblöcke. Okay, so, jetzt wird es natürlich lustig. Ich weiß gar nicht, warum ich hier zwei Stück von habe, aber egal. So. Wie machen wir das jetzt am blödesten? 1, 2, 3, 4. Ja, perfekt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dich brauche ich nicht. Jip. Ah, jeder Typgenerator steht jetzt einmal. So, jetzt machen wir mal kurz die Ecken hier. Ich weiß, ich könnte auch Glowstone benutzen, aber hey. So, und hier vorne, ganz vorne, kommst du hin. Und hier kann ich jetzt gucken, welche gerade nicht laufen. Natürlich alle. Okay, jetzt brauchen wir Redstone on alle bitte. Mann, das wird richtig, richtig anstrengend. Der kann sogar, die können sogar Speed-Upgrades bekommen, okay. Ach, wie ärgerlich. Der Survival Generator sieht irgendwie aus wie ein Ofen, ich weiß auch nicht. Okay, so, jetzt müssten alle auf Redstone on sein. Okay, was... Der Heated braucht, glaube ich. Ah ja, genau. Hier brauchen wir Lava. Okay, so. Wir gucken erstmal. Komme ich von hier aus an das System? Natürlich nicht. Komme ich von hier aus ans System? Ja. So, wir brauchen Coal. Und zwar am besten Coal-Blöcke oder so. Keine Ahnung. Die brauchen wir mehrfach. Gucken wir mal, welche das alles nehmen. Also, Survival Generator sollte Coal-Blöcke nehmen. So, geht es. Always on. Jo. So, ich will den aber Redstone on. Perfekt, okay. So. Nether Star Generator ist klar. Death Generator, da kann alles Tote rein. Haliotosis Generator. Braucht Dragon's Breath, okay. Haben wir Dragon's Breath?
Dragon's Breath. Ja, haben wir. Wir haben wohl noch ein bisschen mehr holen müssen. Tschuck. Zehn Minuten. Okay, das ist in Ordnung. Ja, Magma, Slime. Slime. Kannst du Slimy Dirt nehmen oder so? Milch und Slime Balls. What? Ernsthaft jetzt? Milch und Slime Balls? Oh mein Gott. Nehmen wir mal hier von den Slime Balls was. Okay, so. Milch und Slime Balls. Gott, wie lange der... Gar nicht lange, okay. Aber wir haben es auf jeden Fall drin. So. Disenchantment Generator. Der nimmt... Okay. Nimmt ja auch... Enchantete Rüstung? Nö, nur Bücher. Pff. Enchanted Book. Unbreaking. Nehmen wir Unbreaking 2, ist egal. Enchanted Book. So, packen wir das zweite dazu. Perfekt. Hier brauchen wir Enderperlen. Check. Ja, das ist okay, das ist okay. Das, also der ist in Ordnung. Nether Stars. Nehmen wir gleich einen ganzen Stack, ist mir egal. So, okay. Kann der, mit was lebt der am längsten? Egal mit was. Auf jeden Fall, okay, dann können wir einfach nur Knochen nehmen. Bones. Das wird ein richtiger Akt gleich, sage ich euch, Leute. Das wird ein richtiger Akt. So. Der hat Dragon's Breath, aber der hält relativ lange mit einem, ne? 10 Minuten, ja. So, der braucht Magma, der Slime hat, der Disenchantment hat auch Culinary. Haben wir irgendwas Leckeres, wo wir ein bisschen mehr von haben, was? Keine Ahnung, haben wir noch Pizza? Ja. Pizza. Okay. Potion Generator. Ich glaube, wir haben nicht eine Potion, oder? Potion. Doch, Potion of Healing. Instant Health. Instant Health 2. Ich glaube, die Healing Potions halten nur 3 Sekunden oder so. Muss ich gleich mal ausprobieren. Potion Generator. Oh mein Gott, ja. 2 Sekunden. Egal. So. Ich will ihn ja nur kurz anhaben. Heated Generator. Lava und Redstone, okay. Und wir können ja mal kurz Magma. Ach ne, Lava, Entschuldigung, Lava. So, die Milch kann jetzt mal weg. Ihr kommt hier nach unten, so. Der Magmatic Generator kann mal hier 2 Eimer Lava haben. Wie lange hält er mit dem Eimer? Pro 50 Millibuckets 6 Sekunden, also bei mal 20. Über eine Minute pro Eimer, das ist okay. So, der Heated kriegt jetzt auch nochmal 2 Eimer. Chuck, chuck. Und der braucht dazu Redstone. Gott. Alles kein Problem, Redstone. Diese ganzen Generatoren, diese völlig übertriebenen, unsinnigen Dinger. Frosty Generator, der braucht Eis, Schneebälle oder Schnee. Okay.
Snow. Zum Glück haben wir ein paar Schneebälle. Wie lange hält der mit dem Schneeball? 0,25 Sekunden. Mit Schnee eine Sekunde. Oh mein Gott. Das heißt, man könnte die mit einem Stack Schnee quasi zu einer Minute verhelfen. Man könnte ihm aber auch mit Eis zu jeweils, also wir brauchen mindestens ein halbes Jahr, dafür habe ich nicht genug Mana, leider. So. Chuck. Okay, so. Du brauchst einfach nur Gunpowder. Du brauchst eine Workbench? Brauchst du generell irgendwas aus Holz oder sehe ich das jetzt falsch? Oder kannst du auch andere Sachen nehmen? Was ist, wenn ich dir jetzt Kohle reindrücke? Gehst du damit an? Jo. Alter Schwede. Okay, das ist auch übel. Pink Generator. Das ist kein Problem. Haben wir, glaube ich, hier oben sogar Pink Dye einfach fertig. So, Pink Dye. Und Furnace Generator. Ach, du bist mir lieb. Du brauchst wahrscheinlich sehr, sehr lange um einen Block, ja. Okay, das ist schon mal gut. So, dann brauchen wir den ganzen Kram hier nicht mehr. Die Eisenblöcke auch nicht mehr. Dich nicht, dich nicht, dich nicht, dich nicht. Dich brauchen wir vielleicht gleich noch. Dich brauchen wir nicht, dich brauchen wir nicht. Okay, so. Red Stone Conduit. Haben wir total viele? Nicht. Okay, so. Okay, jetzt wird's lustig. Wir brauchen einen Wrench. Wir müssen jetzt die ganzen Connections hier öffnen. Dich und dich, 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 dich und dich und dich und dich. Okay, die sind fertig. Chuck, chuck. Chuck, 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 chuck. Wir brauchen noch einen Schalter. Und da ich weiß, dass ich keine mehr habe, weil ich den letzten da drüben verbraucht habe, werden wir wohl mal neu bauen müssen. Und jetzt ehrlich gesagt, ne, bauen wir halt mal ein Stack. So. Okay. So, jetzt brauchen wir noch ein I.O. Crystal. Also eigentlich brauchen wir ziemlich viele I.O. Crystals, aber mal gucken. I.O. Crystal Wyvern Recipe 4. Usage. Was fehlt mir dafür? Achso. So, 16.
Eigentlich hätte ich gerne Draconic dafür, aber egal. Achso, hier ist noch einer, ne? Ja. Wyvern muss reichen. So. Okay, dann brauchen wir einen Wireless Crystal. Ah, da fehlen uns. Oh, wer hat sich denn da mich teleportiert da? Ich höre dich. Du willst mich doch nicht etwa nerven, mein Freund, oder? Das ist nicht gut. Nerven solltest du mich wirklich nicht. Das ist eine ganz schlechte Idee. Bist du jetzt abgehauen? Feigling, okay. Ja. Wir brauchen erstmal hier. Chuck, 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 chuck. Oh, da solltest du nicht hin. Okay. Und du. So, Balance. Wir wollen die aber alle nicht auf Balance, sondern auf. Whoop. Da muss ich hier gucken. Jedes Mal, ne? Jedes Mal der gleiche Spaß. Input, okay. So. Input. Ich meine, es ist im Endeffekt hier ziemlich egal. Aber vorsichtshalber machen wir es bei allen. Input, Input und Input. So, und jetzt brauchen wir den Wireless. Den bauen wir irgendwo. Ich weiß noch nicht, wo ich den hinbaue. Ich glaube, den baue ich hier hin. Komme ich so weit? Wir werden mal vorsichtshalber einen Angel-Block machen. Boah, die Zeit, ey. Für ein so ein Teil, also für eine Aufgabe quasi, so lange ein Angel-Block. So, bauen wir den einfach mal hier zwischen irgendwo hier so. Flip. Bauen da den Wireless Crystal drauf. Bauen den Angel-Block wieder ab. So. Jetzt connecten wir den. Oh. Connecten wir den Spaß hier mal. Flip, 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 flip. Oh. Okay. Da waren nur 16 links? Nee. Achso, nur 8 links. Oh, die Wireless links. Verdammt. Ich hab. Oh, das habe ich verkackt jetzt. Okay, da. Bräuchte ich theoretisch sogar einen anderen Crystal, ne? Ja, ich brauche ein Relay und keinen Wireless Crystal. Wyvern Energy Relay. Okay. Bauen wir dich mal einfach hier neben. Nehmen dich weg. Nimm dich und fang nochmal an zu connecten. Ja, das ist auch gut so. Dann nehmen wir nämlich noch gleich noch ein Relay. Und connecten den mal direkt. Relay. So. Chuck. Und Chuck. Und Input noch. So, und dann brauchen wir von dir noch einen Input. Oh. Ah.
können wir jetzt hier einfach einen löschen. Darüber habe ich natürlich nie nachgedacht, ne? So, jetzt müssen wir nur gucken, welcher hier gelöscht ist gerade. Ja, natürlich der allererste. Ja, kommst du hier rüber? Ich weiß, ich könnte die besseren bauen, aber bla. So, die sind connected, das funktioniert. Die sind doch beide connected zu dem. Okay. Würde ich sagen, Versuch macht klug. Yay! 3,8 Millionen und tot. Das war's. Okay, reicht. So, also den Heated, ja, fast tot. Der läuft locker weiter. Der Potion Generator hat uns natürlich ziemlich schnell verlassen, was ja absehbar war. Ansonsten sehen die, glaube ich, alle noch. Der Pink sieht ganz gut aus. Der sieht ganz gut aus. Der sieht gut aus. Die sehen gut aus. Hier ist sogar noch genug Milch drin. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Das war Tatsache. Der Potion Generator, der das größte Problem dargestellt hat, so wie es aussieht. Ja. Wenn ich das nochmal anmache, werden wir nochmal Energie kriegen. Aber nicht die volle natürlich. Yay! Okay, so. Und jetzt ist wieder der Potion Generator tot, ne? Jo. Also, wir bräuchten bessere Potions. Aber gut. Es hat funktioniert. Wir haben eine vernünftige. Was heißt vernünftige? Einen vernünftigen Aufbau. Jetzt gucken wir nochmal kurz hier uns den Spaß hier an. Dich kann ich mal kurz weghauen. Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Du kannst weg. Und du kannst weg. So. Parcels. Yes. Ganz ehrlich, ich habe jetzt mehr Parcels gekriegt in einer Folge, als ich über Nacht gekriegt habe, als ich hier einfach nur rumstand. So, wir gehen mal hier rüber, damit wir die hier gleich einsammeln können. Juhu. So. Nicht begeistert. Nicht begeistert. Absolut nicht begeistert. Wir haben immer noch keine Stufe 6. Wir haben immer noch keine Stufe 6. Wir haben alles, aber wir haben keine Stufe 6. Egal. Lassen wir den Rest mal machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.